Kommen die wirklich her? Natürlich. Warum? Paul! Paul? Mit wie heißt die nochmal? Elisa. Elisa. Hätte ich das verhindern sollen? Ja! Mit welcher Begründung? Dass wir immer noch mit Marion befreundet sind. Kein Grund, ihre Nachfolgerin zu hassen. Man muss sich nicht unbedingt auf eine Seite schlagen. Ne? Es gibt ein Neutralitätsgebot. Warum? Man bleibt neutral. Das ist alles. Oh. Hätten wir uns deiner Meinung nach mit Paul verkrachen sollen. Wir sind auf der Seite von Marion. Wir sind auf gar keiner Seite. Selbst wenn wir auf der Seite von Marion wären. Was dann mit Paul? Ich meine, sollen wir ihn aus unserem Leben streichen? Nein, aber wir müssen für ihn und seine zukünftige Frau nicht gleich den roten Teppich ausrollen. Er fand sie zu fett. Und er hat sich nicht geschämt, ihr das in aller Öffentlichkeit vorzuwerfen. Als wir vor 3 Jahren in Marrakesch waren, erinnerst du dich an Marrakesch? Nein. Für Frauen wie dich ist der Kopf dann wie geschaffen. Keiner sieht mehr deine Problemzone. Vor allen Leuten, na, sehr taktvoll. Das war Spaß, er hat einen Witz gemacht. Unglaublich, dass Frauen so wenig Spaß verstehen. Ich habe 16 Millionen Euro gewonnen. Du verarschst mich. Im Lotto. Das kommt von vielen Spielen. Das geht seit 30 Jahren so. Woher weißt du, dass das so viel ist? Ich habe es 10-mal überprüft, verschiedene Quellen, kein Zweifel. Du weißt, dass du dieses Mädchen nicht heiratest, sondern kaufst. Katharina! Sie heiratet dich vielleicht ein kleines bisschen wegen deiner schönen Augen, aber in erster Linie für das, was du besitzt. Ich bin in der Weltgeschichte rumgereist. Manchmal bin ich 2 Monate verschwunden, ohne mich zu melden. Die einzigen Lebenszeichen, die sie von mir hatten, waren die Kreditkartenabrechnung. Da hat mein Vater irgendwann Stopp gesagt. Damit hat er nicht ganz Unrecht. Nein. Also waren Sie auf der Straße? Fast. Was meinen Sie mit fast? Zuerst bin ich bei Dieter, dann bei Philipp und dann bei Martin untergekommen. 500.000 Euro! Naja, 500.000 Euro sind doch für mich gar nichts. Stefan, sei ehrlich, du würdest doch das Gleiche für mich tun, wenn du in meiner Lage wärst, oder? Oh. Nicht? Ha? Doch! Doch, doch! Ach, wirklich? Ja, klar! Du hättest das Gleiche getan? Ja! Du hättest dich auch scheiden lassen? Natürlich nicht, aber alles, außer der Scheidung. Freust du dich? Da müsste ich schon wählerisch sein, um mich nicht zu freuen. Seiner zukünftigen Frau einen Ring zu schenken, ist schon ziemlich spießig. Spießigkeit hat gute Seiten.